Vielleicht eine psychische Erkrankung. Denn Tiere zum Spaß sezieren, das ist kein gutes Zeichen. Aber eben auch etwas, was man behandeln lassen kann. Mir wird richtig schlecht hier. Also ich kann mir das echt nicht mit der Wife oder so, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Weil es halt echt... Oh, wird eben richtig schlecht jetzt schon. Oh Gott. Ich kotze hier gleich alles voll, den ganzen Gang. Hoch und runter. Ja Leute, wo soll ich denn hin? Soll ich weiter nach unten? Soll ich in diesen Fahrstuhl steigen? Der immer noch außer Betrieb ist? Was soll ich jetzt hier machen? Ich gehe jetzt halt immer weiter. Ich gucke mir doch jetzt hier nicht alles an. Ich habe gar keine Lust jetzt hier. Guck mal, hier ist doch überhaupt nichts. Die Bilder sind neu. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Vielleicht soll ich auch einfach mal hochgehen oder so. Hä? Willst du mich verarschen? Okay. Alles klar. Gut, da hat sich der Abstieg ja überhaupt nicht gelohnt. Außer, dass mir jetzt halt sau schlecht ist, ne? Ach so, so ein Spielchen. Okay. Ist eigentlich ganz easy, oder? So. Ja. Oh. Nein, gib mir das Foto. Gib mir das Foto. Oh Gott. Aua. Wo ist das Foto? Wo ist das Foto? Ach, hier. Sie sangen nicht das Lied eines einzelnen Ereignisses. Es war das dumpfe Murmeln von Millionen geflüsterten Worten. Ich kann sie immer hören. Sie sagen mir, dass ich nie heimgehen kann. Stell dir das mal vor, wie das ist, wenn du einfach verrückt bist. Ne, oder wenn du so Halluzinationen hast, das muss furchtbar sein. Was hat das mit diesem Kind hier auf sich und mit dem Mann hier? Was muss ich tun? Hier? Durch die Tür? Ah, okay. Na? Es waren hasserfüllte, wütende Menschen. Oh nein, nicht schon wieder Pillen.
Brauchst dich ja nicht wundern. Sind zwar bunte Pillen, aber von der Wirkung her, es kann ja schon fast LSD sein. Okay. Zwei Fotos fehlen uns noch. Oh, mir war so schlecht dort vorne in dem Treppenhaus. Dann schwankt das schon wieder so komisch. Also VR, das kannst du echt vergessen. Da hinten leuchtet was. Also das mache ich nicht. Ich bin ja leider einer von den Menschen, denen da immer schlecht wird. Schade eigentlich, aber ist halt leider so. Ah, hier war der Springbrunnen. Hier sind überall die Puppen. Kann ich jetzt was Neues machen? Irgendwie? Ah, jetzt wieder das Ding mit dem Brunnen. Könnte sein. Nackte Haut. Was? Helfen soll ich dir? Karneval. Have fun. Fair ahead. Ach so, ich brauche Geld. Verstehe. Im Karneval brauche ich Geld. Tue, was richtig ist. Tue, was richtig ist. Was ist denn richtig? Ich würde denen ja gerne helfen. Aber ich weiß nicht wie. Munition? Was hat das zu bedeuten? Der Karneval ist in der Stadt. Die Wahl liegt ganz bei dir. Okay. Wir müssen also solche Schilder finden. Aber die Schilder sprechen natürlich auch recht. Die Wahl liegt immer bei einem selber, selbst wie man mit sowas umgeht. Ob du ein Mensch bist, der positiv eingestellt ist oder der dem nicht standhalten kann. Je nachdem, wie resilient du selber bist, also wie widerstandsfähig. Messer. Haben wir jemanden umgebracht? Haben wir jemanden umgebracht? Ich will aber niemanden umbringen. Wir haben ja gesagt, die Wahl liegt bei uns selbst. Erstmal gucken, ob wir überhaupt die Option haben. Wir haben Tiere seziert. Was soll ich mit diesem Messer machen? Oh Scheiße, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Seriously, another drop call? Hä, aber müssen wir das machen? Okay.
Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau. Hier war das Messer drin. Ich will das ja aber nicht. Aber was kann ich sonst mit dem Messer tun? Wir haben anscheinend wirklich jemanden umgebracht. Ich muss jetzt erst nochmal alle Tonnen hier absuchen. Ja, er hat gerade gesagt, wir haben unsere Hände schmutzig gemacht. Was war denn jetzt? Ach, Mann. Jetzt kann ich die Tonne nicht mehr aufmachen. Ging doch gerade. Was steht denn da oben? You will never. What he doesn't know won't kill him. You will never be a more carefree you. Ja, haben wir schon alles durchsucht? Ja, was soll ich denn jetzt tun? Oder soll ich das doch irgendwie... Oh Mann, ich will das aber nicht machen. Der hat halt hier so... Naja, der hat halt hier so Schnitte, ne? Oh Gott. Muss das jetzt hier überall rein, oder was? Ach du Scheiße, wer soll denn auf sowas Krankes kommen? Hat er vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung. Warum so oft? Er hat echt oft auf den eingestochen. Echt nur deswegen, wegen Geld? Die Welt ist hart, die Welt ist hart. Ja, have fun. Ich glaub's auch. Okay, und jetzt ist hier offen, Tatsache. Oh nein, bitte nicht. Ich mach die Augen zu. Oh, eine Achterbahn. Alles nur, weil wir hier auf den Karneval wollten? Oder ich dachte, wir wollten uns Drogen beschaffen? Ach, guck mal hier. Unsere Dosen. Okay, die können wir auch wieder rumtragen. Wer weiß, wozu das noch gut ist. Ich nehme mal einfach eine mit. Ganz schön leer hier, ne? Get away from me. Alle sagen, ich soll weggehen. Kann ich nicht mit der Achterbahn fahren? Oh. War die Dose weg. Ich wurde schon als Teenager abhängig. Jetzt fährt die Achterbahn. Okay, wir haben etwas mehr erfahren. Oh Gott, ich dachte, das ist eine Frau. Soll das Merlin sein? Ach, guck mal, und hier, der Pfanddings. Pfandautomat. Wir kriegen tatsächlich eine Münze. Hier, Opa. You will never belong. 5, 6, 3. Oh Gott, kann ich mir das aufschreiben? Warte mal kurz.
5, 6, 3. Aber wofür? Wofür das Ganze jetzt? Oh. Können wir das nochmal machen? Hier, ich schütte jetzt so lange das Geld in dich rein, bis du daran erstickst. Du bist für immer gebrochen. 3, 6, 5. Jetzt gibt es wieder eine andere Zahl. Warte mal. Keine Ahnung, ob ich das noch brauche. 3, 6, 5 war es, glaube ich. Ach nee, das war doch am Anfang. Das war doch diese Zahl, die wir am Anfang in den Zahlencode eingegeben haben. Weißt du, ganz, also hier am Anfang, als wir durch die Tür wollten oder einen Aufzug oder was das war. Okay. Ja. Halt doch jetzt mal unten. Ich will nicht mehr. Was steht denn da? Endless. Ja, endless. Genau, endlos. Deswegen mache ich jetzt auch hier nicht weiter. Endless. Food. Ist das ein T? Futile oder sowas? Ist das überhaupt möglich? Ich habe es ja vorhin schon mal geschafft eigentlich. Nee, ich will das nicht machen. Sag mal, was machen die denn hier auf dem Karneval? Oder ist das einfach nur... unter dem... mitten im Drogenrausch die Erinnerungen? Und hier liegen ja auch so viele Dosen rum. Soll ich vielleicht das machen? Oh, ich bin auch ganz schön müde jetzt. Ich muss dann, glaube ich, erstmal aufhören. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Und auch schon wieder fast 2 Stunden. So, Opa. Was gibst du mir jetzt für eine Zahl? Du bist der Albtraum. Danke. Danke für diese positiven Sprüche. So, wie lange kann ich das denn machen? Passiert da noch was? Du kannst das Blut nie wegwaschen. 3, 5, 6. Ich kann das doch nirgends eingeben. So, ich glaube, jetzt mache ich nochmal eine Pause und wir sehen uns entweder jetzt gleich oder beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück. Da bin ich wieder. Und nach wie vor habe ich... Oh Gott, warte mal, ich muss ein bisschen leiser machen. Und nach wie vor habe ich keinen Plan, was ich hier jetzt machen soll. Ich habe so ein Gefühl... dass ich vielleicht diese Menschen abschießen soll. Weißt du, die an dem Stand? Aber ich würde so gern Achterbahn fahren. Hallo. Hä?
Was war denn jetzt? Achterbahn? Hallo? Hä, was habe ich denn jetzt? Ich habe nichts gemacht. Okay. Das klingt irgendwie gerade wie Krieg. Ich dachte erst, er könnte vielleicht ein Zirkusmitarbeiter sein. Weißt du? Also jemand, der hier die Buden aufbaut und so weiter, dass der mit dem Zirkus reist. Aber anscheinend ist hier ein Terroranschlag oder sowas gewesen? Oder? Weißt du, die ganzen Kinder, naja, die ganzen Kindergesichter und sowas. Also irgendwas ist hier passiert und er ist ja auch obdachlos. Also ich weiß gerade nicht so richtig. Das finde ich bei dem gerade echt sehr schwer halt einzuschätzen. Der Typ ist jetzt auch weg. Ja, Alkohol, Drogen. Wie viele gibt es denn von den Männchen? Oder machen die sich wieder selbstständig? Verfolgt die jetzt mal. Oder ist er vielleicht sowas wie... Ja, die machen sich selbstständig wieder hoch. Oder ist er vielleicht sowas wie ein Kriegsveteran? Okay. Und was sind das für Menschen? Also, war der im Vietcong oder was? Guck mal, die Puppe sieht anders aus als alle anderen. Und die hat das Messer. Sind wir vielleicht Kriegsveteranen? Also das würde zumindest jetzt die Geräusche erklären, aber ich weiß es nicht. Und die ganzen Arme und Beine und... Das würde zumindest auch seine Verwirrung erklären. Und hier ist halt auch nichts, ne? Alles zu... Und die Menschen, die gibt's auch nicht mehr. Alles weg. Aber ich krieg das da auch nicht hin, die hier alle abzudingsen, ne? Hey. Hallo. Also es könnte sein, und der Typ ist auch verschwunden, der hier drin lag mit der Alkoholflasche. Die Menschen sind weg. Hier liegt was. Mie, ich zum Abschuss bereit. Zum Abschuss bereit. Also wir könnten wirklich Kriegsveteran sein. Ich nehme noch eine Dose mit. Sollen wir hier irgendwas? Soll ich bei dir irgendwas machen? Achso, muss ich ja erstmal wegschmeißen hier das Ding. Was soll ich hier tun? Ich kriege ja immer so Nummern von dem, ne? 633. Von Merlin kriege ich ja hier immer solche Nummern. Du bist nicht allein dran schuld. 635. Ja, das ist Krieg. Wahrscheinlich war das ein Rummelplatz. Entweder wir haben den, dass dieses Massaker hier angerichtet oder jemand anderes. Und jetzt können wir das nicht verarbeiten. Muss ich jetzt die 635 erreichen oder? Und das sind wohl die ganzen Menschen, die hier gestorben sind. Vielleicht durch unsere Hand. Es gibt noch andere, bitte ich. Ja, wenn man sich überlegt, wie Kriegsveteranen auch behandelt werden. Von der Gesellschaft, ja, nicht direkt ausgestoßen, aber du hast halt, du kriegst halt den wenigen Sold, den du hast. Niemand hört dir zu, niemand kümmert sich um die Traumata, die du mitgebracht hast aus dem Krieg, niemand kümmert sich um dich. Ich kann das schon verstehen, dass du da eben als verwirrter alter Zausel obdachlos durch die Gegend läufst, weil du einfach keine Hilfe bekommst. Habe ich schon wieder vergessen, was das für eine Nummer war.
Aber hier ist eigentlich auch mal eine neue, oder? Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir die 634. Und das ist was, was man nicht verdrängen kann. Beim besten Willen nicht. Kein Wunder, dass der verrückt wurde. Stell dich deinem Gegner. Wir haben... Oh Gott. Wir haben zu viel Tod gesehen. Und durch Studien ist auch erwiesen worden, dass Gewalt zu sehen genauso schlimm sein kann, wie Gewalt zu erleben. Es kann mit dir genau das Gleiche machen, sage ich mal so. Also es ist vielleicht vom Schmerzempfinden anders. Hier liegt ein Foto. Aber das heißt nicht, dass es weniger schlimm in der Psyche zurückbleibt und weniger anrichten kann. Na? Na, ihr seht es ja auch so. Ich war ein Krieger. Ich wollte die Welt retten. Okay, also er war wirklich ein Krieger. Ein Söldner vielleicht. Und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Im Schützengraben stecken wir fest. In unseren Erinnerungen stecken wir fest. Die wir jetzt sortieren müssen. Oh Mann. Warte mal, lass mich mal alles abgehen. Erinnerungen sortieren. Meine Eltern haben mich nie verstanden. Man verlor die Übersicht, wen man gerettet und wen man zerstört hat. Man hat sich nie gut und nie sicher gefühlt. Etwas stimmte mit mir nicht. Ich war nicht normal. Aber manchmal muss man, um etwas zu retten, etwas anderes zerstören. Das könnte sein. Selbstmitleid und Misstrauen sind mir nie von der Seite gewichen. Unerwartete Geschehnisse gaben ihnen Macht und eine Stimme. Das ist jetzt natürlich viel besser verständlich, warum das so ist. Ich seziere zum Spaß Insekten. Sie sangen nicht das Lied eines einzelnen Ereignisses. Es war das dumpfe Murmeln von Millionen geflüsterten Worten. Ich kann sie immer hören. Sie sagen mir, dass ich nie heimgehen kann. Es waren hasserfüllte, wütende Menschen. Ich wurde schon als Teenager abhängig. Ich war ein Krieger. Ich wollte die Welt retten. Ja, das entweder als erstes oder als letztes. Ich war ein Krieger. Ich wollte die Welt... Na, es geht ja im Endeffekt um diesen Abfall, ne? Also um diesen Abfall seiner geistigen Psyche danach. Er war ein Krieger, wollte die Welt retten. Er war vielleicht schon als Teenager abhängig. Das vielleicht. Das könnte ich mir auch vorstellen. Keine Ahnung. Ist echt schwer, finde ich. Wieder einmal. Ich denke mal schon, dass die nicht falsch sind, aber dass ich das wahrscheinlich in eine richtige Reihenfolge bringen muss. Warte mal, vielleicht auch. Vielleicht auch das. Das hat ja immer eine Rolle gespielt hier, diese Tabletten. Ich mache das jetzt nochmal so bloß etwas anders. Das lasse ich da. Ach, keine Ahnung. Hatte ich das jetzt nicht gerade schon? Probiere jetzt ein bisschen rum und mache jetzt hier einen Schnitt, bis ich das Richtige gefunden habe, weil auch dieses ganze schneller machen ist halt für mich auch immer anstrengend im Schnitt. Deswegen würde ich jetzt direkt mal einen Cut machen. Also bis gleich.
Dann probier es jetzt mal so rum. Das hier und das hier. Oh, na gut, okay. Da war das doch so rum doch richtig. War gar nicht so falsch, was ich gedacht habe. Ich war auf dem richtigen Riecher, aber die Fotos waren immer unterschiedlich. Musste einfach nur vertauscht werden, aber irgendwann verlierst du halt einfach den Überblick. Aber so lange hat es jetzt auch nicht gedauert. Es ging. Oh, pst. I've been running from my past for so long that I forgot what its face looked like. I see it now. I see it in the faces of my brothers and sisters. I see it in the faces of those I killed. When I killed my first, I died with him, you know. With every drop spilled afterwards, I felt like I became less human and more something else. Once you understand that death is breathing down your neck, flirting with your friends, cradling your hands around a trigger, you just can't come back from that. Mistakes sometimes look like victories, and victories sometimes become mistakes. In the end, it's all just blood and war, and yet you live them over and over and over again. Thing is, I never came home from war, but this other monster did. This monster doesn't belong in civilian life. I was a prisoner in my own rage and self-loathing, trapped by nightmares and constant fear. Any noise, smell, or sight could push me off a ledge into hell. The roller coaster at that carnival must have been a real doozy. All I remember is hearing the screams and then feeling nothing but excruciating confusion. Smothering it all in something else seemed like a good idea. It wasn't. It helped take the edge off, but only pushed me further into the darkness. I didn't care. I hated everyone. All those ungrateful idiots who could never understand what those who lost their souls went through to protect them. And yet I so longed to be part of it again. I lost myself. I was a ghost within shadows. I know I'm not alone. I know I can get help if I ask. The ghosts won't stop following me no matter how much I try to forget or exercise them with drugs and booze. Perhaps now I can reach out my hand. Not for spare change, but for backup. I guess I could use a little backup for this one last battle.